Wer eine kennt, der kennt sie alle. Eigentlich sollte das mein Intro werden. Wenn ich so richtig drüber nachdenke, könnte es eigentlich auch das Fazit sein. Warum das aber gar kein Fazit im negativen Sinne sein soll, das erfahrt ihr hier. Nach der hochwertig anmutenden Verpackung kommt der Uhrenkörper an sich, Schnellladekabel mit USB-C-Anschluss und Armbänder in zwei verschiedenen Größen, wobei ich mit meinen 18 cm Handgelenksumfang gerade noch so die SM-Variante nehmen kann. Der Korpus der Uhr ist von der Verarbeitung her wieder ein absolutes Schmuckstück. Das zeitlose Aluminiumgehäuse, die hochwertige Keramikrückseite, in der viele der Sensoren sitzen, und das aus Ion X, Ion X. Ionex Glass. Bestehende Displayglas gehen alle perfekt ineinander über. Lediglich vermisse ich ein kleines bisschen die Farbe Space Gray, weil die gefiel mir einfach deutlich besser als Apples Versuch, das Dunkelblau der Welt herzustellen, aber das ist ja bekanntlicherweise Geschmackssache. Unter eben genannter Glasschicht sitzt das Display der Apple Watch. Es ist mit seinen 396x484 Pixeln richtig schön scharf, bietet dank OLED-Technik hervorragende Schwarzwerte und knackige Farben und ist mit seinen 1000 Nits hell genug für jede Lichtsituation im Alltag. Dabei werden die so schon recht schmalen Displayränder von dem darüberliegenden leicht gebogenen Glas nochmal ein wenig kaschiert, sodass es aussieht, als würde der Screen bis zum Rand gehen. Ein Always-On-Display ist ebenfalls wieder mit an Bord und so hell, dass man es bei jedem Winkel der Uhr ziemlich gut ablesen kann. Unter der Haube werkelt der S8-Chip von Apple. Er ist super schnell und sorgt für eine absolut ruckelfreie Benutzung der Uhr, wird dabei erfreulicherweise auch kein Stück warm. Trotz der Lobhudelei erwarte ich hier nächstes oder spätestens übernächstes Jahr einen größeren Sprung von Apple, denn seit dem S6-Chip hat sich hier kaum etwas verändert und selbst der Herstellungsprozess von 7 Nanometern hat sich seit dem S4-Chip nicht geändert. Kurz zum Vergleich: bei den iPhone-Prozessoren werden im Moment 4 Nanometer-Prozesse verwendet, was die Prozessoren nicht nur leistungsstärker macht, sondern vor allem auch effizienter. Und gerade das wäre hier definitiv willkommen. Neu in Sachen Hardware bei der Series 8 ist jetzt ein Temperatursensor, der hauptsächlich für den weiblichen Teil der Bevölkerung interessant sein dürfte, da der weibliche Körper in verschiedenen Zyklusabschnitten leicht unterschiedliche Temperaturen aufweist und sich so der Zeitpunkt des Eisprungs besser vorhersagen lässt. Zur Verhütung soll die Uhr dabei nicht benutzt werden, sagt Apple und nimmt sich damit fein raus aus der Geschichte. Aber wenn man ans Gegenteil denkt, nämlich an Paare, die sich die Weiterführung ihrer Blutlinie in Form eines kleinen Abbildes ihrer selbst wünschen, dann kann das Teil tatsächlich auch hilfreich sein. Bei meinem Eisprung hat es mir nicht geholfen, ich könnte mir maximal die Handgelenkstemperatur beim Schlaf anzeigen lassen. Irgendwelche anderen Sachen wie zum Beispiel Fieber messen oder irgendwie sowas geht hiermit nicht, was es für mich halt ziemlich uninteressant macht. Kommen wir nun zu den Features der Apple Watch Series 8 und watchOS 9 und ich würde sagen, damit ich ein kleines bisschen Übersichtlichkeit hier reinkriege in diese gefühlt 1000 Features, teile ich sie in zwei große Bereiche auf. Nummer 1 ist dabei der Alltag an sich. Angefangen beim Vorteil, Benachrichtigung direkt am Handgelenk zu haben. Denn das ist nicht nur deutlich schneller, sondern auch bei weitem nicht so fokuszerstörend, wie jedes Mal das iPhone aus der Tasche zu zaubern. Um diese Ablenkung noch geringer zu halten, lasse ich mir erstens auch wirklich nur die wichtigsten Benachrichtigungen auf der Uhr anzeigen und zweitens nutze ich, falls erforderlich, die Schnellantwortfunktion der Apple Watch. Dabei kann man sich eine vollständige Tastatur inklusive Glide-Typing anzeigen lassen, obwohl das ehrlich gesagt ein kleines bisschen fummelig ist, oder halt die Antwort direkt reinsprechen in die Uhr. Im Notfall kann man übrigens auch sein iPhone benutzen, um auf der Uhr Texte zu schreiben, was erstmal völlig falsch klingt, aber gerade wenn man sich bei einer App zum Beispiel mit E-Mail und Passwort anmelden muss, ziemlich nützlich sein kann. Ebenso nützlich, auch wenn ich das vor ein paar Jahren niemals gedacht hätte, ist das Telefonieren mit der Uhr, gerade bei kürzeren Gesprächen oder wenn man keine Hand frei hat. Mein Gegenüber verstand mich dabei jedes Mal hervorragend und konnte auch kaum unterscheiden, ob ich mit Uhr oder Telefon anrufe. Und auch der Lautsprecher der kleinen Uhr klingt jetzt nicht völlig verkehrt. Wunder bewirkt der kleine Quieker jetzt bauartbedingt allerdings nicht. Zu guter Letzt gehe ich mit der Uhr dann auch noch einkaufen und auch dort kann sie Vorteile mit sich bringen. Da ich sowieso die App Bring als meine Einkaufslisten-App benutze, begrüße ich es natürlich sehr, dass ich mir auch schnell auf der Uhr anzeigen lassen kann, was mir im Kühlschrank noch so fehlt. An der Kasse angekommen, habe ich in StoreCard alle Kundenkarten gespeichert, damit mein Portemonnaie Hosentaschenformat beibehält und dann wird zu guter Letzt auch noch mit der Apple Watch bezahlt, eben damit mein Portemonnaie nicht voller Kleingeld mir die Hose runterzieht.
Zweiter großer Bereich, das Sport- und Gesundheitstracking natürlich. Egal, ob es einfach nur der schnelle Blick auf die tägliche Schrittzahl ist, die Aufzeichnung eines vollwertigen Workouts oder das Schlaftracking. In der überarbeiteten Trainings-App sieht man jetzt unter anderem, allerdings nachdem man es erstmal finden und einstellen musste, auf einen Blick, wie anstrengend das Training war, beziehungsweise in welchem Trainingsbereich man sich befunden hat, was ich ziemlich cool und übersichtlich finde. Außerdem hat man jetzt viel mehr Möglichkeiten beim Erstellen eines Workouts, nicht nur was Strecke oder Ziel angeht, sondern auch den Ablauf zum Beispiel für HIIT-Workouts. Funktioniert hat das Tracking dabei wie gewohnt richtig gut. Laufstrecken wurden sauber erkannt, Spotify lief nahtlos von der Uhr über meine AirPods, nachdem man sich die Playlisten natürlich vorher draufgeladen hat. Lediglich die Sturzerkennung ist nur dann wirklich von Vorteil, wenn man auch die Apple Watch mit LTE besitzt, denn meine Variante ohne LTE benötigt, um einen Notruf auszusenden, mein iPhone, was allerdings nicht mit mir zusammen im Graben liegt, sondern eben zu Hause auf mich wartet. Auch beim Hallenschwimmen wurden sehr sauber 14 von 14 Bahnen richtig erkannt. Das Einzige, worauf man da achten muss, ist, dass man danach das Workout gleich beendet. Wenn man nämlich am Rand steht und noch ein bisschen mit seinen Armen rumfuchtelt, dann zeigt die Apple Watch auch mal schnell eine 15. Bahn an. Zugegebenermaßen war das bei meiner Galaxy Watch aber genauso. Das Schlaftracking von Apple ist nachgewiesen mit eins der zuverlässigsten und das teilweise mit großem Abstand zu anderen Smartwatches. Dabei zeigt die Uhr nicht nur an, wie lange ihr geschlafen habt, sondern wann ihr dabei im Tiefschlaf, Leichtschlaf, der REM, also Träumphase, oder sogar wach wart. Auch einen Wecker könnt ihr euch stellen, sodass euch die Uhr mit leisen, partnerschonenden Vibrationen weckt. Das Einzige, was ich ein kleines bisschen schade finde, ist, dass man sich nicht in einer bestimmten Phase des Schlafs wecken lassen kann. Denn immer wenn ich mich zum Beispiel in der Leichtschlafphase wecken lasse, sinkt mein Kaffeekonsum am Morgen um mindestens eine Tasse, weil ich mich einfach deutlich ausgeschlafener fühle. Dazu muss ich nach wie vor immer noch die ziemlich guten Apps Auto Sleep und Auto Wake benutzen. Auch neu ist die Medikamente-App. Sie erinnert nicht nur daran, wann man seine Medikamente, Vitamine oder zum Beispiel auch die Pille einnehmen sollte, sondern auch wie viel von jedem. Und als kleinen Bonus am Ende habe ich noch die überarbeitete Gestensteuerung der Uhr ausprobiert und war ziemlich überrascht. Sie wird aktiviert, indem man zweimal die Faust ballt, dann wird ein Element markiert. Das nächste Element kann man markieren, indem man Zeigefinger und Daumen zusammenführt, ein Element zurück mit einem doppelten zusammenführen und wenn man was bestätigen möchte, einmal kurz die Faust ballen. Und ohne Mist, nach 10-20 Sekunden rumspielen hatte ich es bereits richtig gut raus und war mega erstaunt, wie gut es funktioniert. Ich hoffe, ich konnte diesen ganzen Berg an Features einigermaßen übersichtlich zusammenfassen, wodurch uns jetzt nur noch ein Punkt fehlt, und zwar die Akkulaufzeit. Und sagen wir es einfach mal so, bei mir ist das Always-On-Display aktiviert, ich führe damit täglich einen 30-Minuten-Workout durch, telefoniere im Durchschnitt einmal am Tag und benutze die Uhr ansonsten als Uhr für Benachrichtigungen und zum Bezahlen und fürs Schlaftracking. Unter diesen Umständen hält die Uhr nicht ganz zwei Tage durch, also vor dem zweiten Schlaftracking muss ich sie auf jeden Fall immer laden. Stört mich das im Alltag? Nein, denn ich lade sie sowieso jedes Mal, wenn ich Abendbrot esse. Da passiert eh nicht viel, wo sie mich warnen oder benachrichtigen müsste. Und nach 45 Minuten ungefähr habe ich wieder 80% auf der Uhr, was locker für den nächsten Tag reicht. Sollte man mal für 2-3 Tage wegfahren und sein Ladegerät vergessen, dann würde ich die Uhr in den überarbeiteten Stromsparmodus setzen. Dann wird das Always-On-Display deaktiviert und im Hintergrund die Puls- und Blutsauerstoffmessung, aber dafür hält die Uhr ungefähr doppelt so lange durch. Fazit. Klar, es gibt vielleicht schönere Smartwatches als die Apple Watch oder in manchen sportlichen Situationen besser geeignete Smartwatches als die Apple Watch, aber es gibt meiner Meinung nach keine für den Alltag besser geeignete Uhr als die Apple Watch. An Features ist hier wirklich nahezu alles dabei, was man sich irgendwie wünschen könnte, und wenn nicht, dann kann man es dank der großen App-Auswahl in den meisten Fällen sogar noch nachinstallieren. Und als allerletzten Punkt, wer mindestens eine Series 5 sein eigen nennen darf, der braucht gar nicht drüber nachzudenken, zur Series 8 abzugraden, denn dafür sind die Unterschiede einfach zu gering und einfach ein bisschen zu schade ums Geld. So. Das soll es nun einmal gewesen sein mit meinem Review zur Apple Watch Series 8. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal.